Hola Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Das letzte Mal sind wir hier angekommen und der Prophet hat zu uns gesprochen, also Father Comstock. Wir haben mit ihm ein bisschen geredet und ja, er ist nicht so begeistert, dass wir hier sind. Können wir uns ja auch schon vorstellen, wir wissen noch nicht ganz warum, aber dass er nicht begeistert ist, das konnte man sich ja schon denken. Und ich habe auch ein bisschen nochmal an den Audioeinstellungen gearbeitet. Keine Ahnung, wieso es auf einmal in den letzten Parts anders war. Hat mich selber ein bisschen verwundert, weil ich nichts geändert hatte im Gegensatz zu den ersten Parts. Aber na gut, ist halt manchmal so. Ich glaube, hier war nichts, wo man sich nochmal hätte umgucken können. Ne? Ach, ja, ist klar. Genau, das ist ja immer, wenn ich die Aufnahme starte und Umschalt drücke, komme ich ins Menü. Ich weiß nicht, was da los ist. Das ist schon ein bisschen nervig. So, und der betet hier mit seiner Waffe in der Hand. Das ist toll. Nein, ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Das ist ja jetzt nur Zeitschinderei, was ich hier mache. Na, was heißt Zeitschinderei? Ich möchte ja gar nicht Zeitschinden. Schauen wir mal. Oh. Ja, wir könnten ein bisschen Munition benötigen. Ich habe jetzt neu geladen. Da standen wir wieder hier vor, aber hier drin war ja eh nichts. Also macht das nichts. Die sind alle am Beten. Gehen wir jetzt hier links oder rechts? Links, rechts? So, links, rechts. Oh ja, eine Munition. Oh yeah. Cool. Ja gut, wir müssen jetzt zu dieser Skyline, damit wir nach Monument Island kommen. Denn da wollen wir ja hin. Da ist ja das Mädchen. Gern Bord des Zeppelins des Propheten. Alles klar, mach ich mal. Bam! In dein Gesicht. Oh. Was geht ab? So, schmeißen wir dem mal ein bisschen Feuer entgegen. Ich muss die Steuerung finden, um nach Monument Island zu kommen. Daran erinnere ich mich gar nicht mehr, dass man hier raufkam. Was ist denn hier? Hier ist gar nichts, ne? Gut. Aha. Hier war doch auch noch irgendwo einer, oder? Da waren noch zwei. Ach, hier ist der. Noch mehr Munition. Ah, Gesundheitskit brauchen wir gar nicht. Das sieht aus, als würde es nicht aufgehen, nein. Hier, Tür öffnen. Okay, schauen wir uns erst um. Was ist denn hier? Ein riesiger Raum, der wahrscheinlich irgendwie aufgeht. Das ist toll. Ich bin ein bisschen, keine Ahnung, am Husten die ganze Zeit. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Was ist mit der? Hallo. Keine Sorge, ich tue dir schon nichts. Aber sie tut uns vielleicht was. Das finde ich jetzt ja nicht so lustig. Egal, wir haben die Steuerung gefunden. Das Ding schon irgendwie flott. Der Herr vergibt alles. Guten Tag. Aber ich bin nur ein Prophet. Ich muss nicht vergeben. Amen. Oh, das ist sehr, sehr poetisch. Und ich sag's noch. Okay. Ja. Schön. Ein Luftschiff in Brand setzen, das ist ganz besonders schlau. Ihr wisst ja, das Zeug fliegt mit Gas. Das ist absolut nicht lustig. Wir fliegen jetzt einfach mal hier runter auf diese Skyline, während das Luftschiff da abstürzt. Ja, oh Gott. Ach du Scheiße. Ich gucke jetzt da einfach mal so ein bisschen hin. Oh je. Oh shit. Das ist natürlich kacke. Können wir auch in die andere Richtung einfach? Das wäre ja jetzt cool. Jetzt umkehren. Achso, wir können nicht umkehren. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, wir können vielleicht nochmal in die andere Richtung und da nochmal schauen, wo man denn da hinkam. Aber ja, wir müssen jetzt erstmal... Ach so, oh, wir sind in Monument Island jetzt schon da. Aha, ja stimmt, hier steht's ja auch. Monument Island, ja cool. Verkaufsautomaten? Das hier sieht irgendwie falsch aus. Hm. Was ist denn mit Verkaufsautomaten? Ah! So, hier sind ja welche. Hi. Was hast du denn für uns? Nichts, was wir gebrauchen können. Toll. Kommen Sie wieder, wenn Sie überfallen.
Können echt nichts hiervon gebrauchen gerade. Irgendwie sieht die Wand hier anders aus. Aber es ist vielleicht einfach nur ein bisschen komisch programmiert. Ich denke mal nicht, dass es jetzt irgendwas heißt. Ich will noch mal gerade hier schauen, ob hier noch was ist. Nö. Gut, dann können wir auch weitergehen. Dann können wir jetzt Monument Island betreten. Und das ist ja eigentlich gerade unser Ziel. Ich weiß nicht, soll ich den auch noch... Ach komm, wir hacken den auch gerade. Ja, was heißt hacken? Gib mir all dein Geld! Okay, ja, damit kommen wir jetzt nicht so viel an. Sagen wir, holen uns einfach mal eine kleine Salzspritze. So, dann haben wir 50% Salze. Und dann gehen wir jetzt in Hallo, lass mich doch mal rein. Bereich verlassen. Yay. Monument Island. Monument Tower. Es erschien mir nicht der richtige Ort, um ein Mädchen festzuhalten. Wovor hatten die Leute solche Angst? Ja, dieses Mädchen, was wir da suchen, was auf dem Bild auch schon abgebildet war, ist offenbar hier gefangen gehalten. Wer ist das? Monument Island. Lustig, wie das hier aussieht. Finde ich ja ein bisschen... Möchte bloß wissen, wieso man sie hier entsperrt. Ja, wieso sperrt man das Mädchen hier ein? Das ist natürlich die Frage. Scheint gefährlich zu sein. Oder sowas. Nicht, dass sie uns alle tötet. Das wäre wenig cool. So, also hier ist alles abgesperrt. Ihr seht, hier kommen wir überhaupt nicht durch. Aber weil wir ja so cool sind, können wir hier super duper hoch springen. Können wir auch hier drauf bringen? Oh, da guckt mal da, Leute, da ist da was. Ration essen. Apfel und sonst mehr brauchen wir nicht. Aber trotzdem cool, dass hier oben auch noch was ist. So, jetzt sind wir hier. Das ist auch toll, wie leicht er einfach da runter springt. Und nicht mal, keine Ahnung, sich irgendwie wehtut oder was weiß ich was. Könnte ich ja jetzt nicht. War gut. Eieieiei. Was ist jetzt hier? Gut. Ah, es geht einfach auf. Gut. Specimen is dangerous. Okay, da steht schon. Das zu beobachtende Etwas, also diese Frau ist gefährlich. Oder das Mädchen. Voxophon nehmen, dann hören wir uns das doch mal an. Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Boden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja, sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Tja, ja, offensichtlich ist das Mädchen wirklich gefährlich. Scheint zumindest so zu sein. Jetzt hier dieser Arbeiter hat ja das Voxophon aufgenommen und gesagt, dass alle davor ziemlich Angst haben und dass sie wie ein Löwe ist. Und, aha, hier sind Striche drauf. Vielleicht wie oft er die schon benutzen musste. Na, das ist ja super. Das macht uns doch gar keine Angst. Denn was soll uns denn auch schon passieren? Es ist ja nur ein Mädchen. Und wir sind Booker David. Okay, Vox Populi Crime Board. Oh, hier steht also, was die alles so gemacht haben. Okay, das ist eigentlich wenig interessant, ich weiß nicht. Das ist jetzt so super interessant. Wer sich das jetzt angucken möchte, kann natürlich einfach pausieren. Das hab ich mir einfach mal ganz genau angeguckt. Okay. Das ist also die Morphologie dieses Mädchens. Es ist schön, dass sie sie aufgezeichnet haben. Ist anscheinend wirklich ein Mädchen. Sieht zumindest von den Umrissen her so aus. Irgendwas britzelt hier die ganze Zeit. Britzel, britzel. Huch, irgendwie hat die nur vier Finger. Irgendwas fehlt da. Sowas, was ist denn hier am... Alles ist hier irgendwie ein bisschen kaputt. Oh ja, Elektrizität. Wie schön. Schauen wir uns einfach mal aber genauer um. Die haben hier überall ja noch Geld liegen lassen. Das freut uns natürlich sehr. Geld können wir immer gebrauchen. Äh,
Okay. Können jetzt hier Hebel umlegen. Wir nehmen mal den ersten. Aha. Companion. Huch. Was hat denn das jetzt mit dem Teddy gemacht? Okay. Also, als sie 4 war, war dieser Teddy ihr Begleiter. Und als sie 11 war, hatte sie ein Gedichtebuch, ein Poesiebuch oder so. Das ändert irgendwie die Farbe. Und als sie 13 war... Was ist das? Was ist das für ein Teil? Ist das ein Handtuch? Ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, was das jetzt war. Ich weiß auch nicht, was das Wort bedeutet, deshalb machen wir das nochmal. Ich möchte nochmal den Teddy. Vielleicht ändert er ja nochmal die Farbe. Das wäre ja cool. Ändert er jetzt nochmal die Farbe? Jetzt ist er wieder normal. Hm, komisch. Gut, dass mir sowas auch immer erst im Let's Play auffällt und nicht, wenn ich das selber spiele. Das ist toll. Noch ein Grund, warum ich so gerne Let's Player. Man sieht einfach nochmal alles. Hier sind so fette Rohre. Oder fette, ne, nicht Rohre, aber so fette Leitungen. Wo geht's denn weiter? Okay, da. Okay, dem... Caution. Oha. Oh, oh. Eieiei. Verdammt, was machen die mit ihr? Was haben die denn hier gemacht? Die tut mir ja schon ein bisschen leid. Aber wenn sie so gefährlich ist... So, ist das der gleiche? Ah, nochmal Ty Bradley. Cool, den kennen wir ja schon. Ich habe wie verlangt die gesamten Batteriesicherungen ausgetauscht und die Lichter funktionierten alle letzte Nacht. Letzte Nacht? Jetzt geht's wieder los. Wir verbraten in letzter Zeit kartonweise Sicherungen nur für den Zippon allein. Ich kann nicht. Oh Gott, oh, da passiert irgendwas, was? Ah! Okay, das war ja schon ein bisschen unheimlich. Was genau da jetzt passiert ist, keine Ahnung. Die haben sie offenbar hier gefesselt und irgendwie gefoltert und dann noch dabei gefilmt. Das ist ja toll. Dieser Stuhl sieht auch ein bisschen so aus wie der, mit dem wir hergekommen sind. Hm, ja, nicht so schön alles. Zumindest für das Mädchen nicht gerade schön. Wir schauen uns jetzt mal noch hier um. Hier ist so rot. Aha. Oh, die haben sie offenbar bespannt. Die beobachten sie. Das ist nett ausgedrückt, Booker. Das ist wirklich sehr nett ausgedrückt. Wir machen mal das Radio aus. Das nervt uns. Warum laufen hier noch überall die Radios? Ist ja auch komisch. Ja, das ist hier offenbar dieser Fotoentwickelraum. Okay. Also nicht besonders spannend. Und was haben wir hier? Okay, eine Art Filmvorführungssaal. Oh, wir können uns den Film anschauen. Okay, Lockpick Attempt. Okay. Hm. Aha. Okay. Sie hat offenbar versucht, diese Tür aufzuknacken. Und jetzt versucht sie den Code für die Tür zu knacken oder so. Keine Ahnung. Und jetzt malt sie. Das ist toll. Sie malt den Eiffelturm. Okay. Und sie singt, das ist ja super. Die haben die echt bei allem gefilmt. Ja, Silver Eagle und Salz. Hier noch mehr Salz. Ich bin doch schon voll. Oh, sie tanzt auch noch. Ich weiß nicht, wollen wir uns das Ganze angucken? Eigentlich habe ich jetzt nicht so Lust, hier noch ewig zu stehen. Ich weiß ja nicht, wie lange der Film geht. Offenbar gibt es auch noch mehrere. Mensch. Sie tanzt immer noch. Ah, ich glaube, das war's. Okay, gut. Also, ja, die haben sie im Prinzip bei echt allem beobachtet. Okay. Hier ist es offenbar unsicher. Sich seine Zukunft haben sie, vorzustellen, ist eine Sache. Sie zu sehen, ist eine andere. Denn ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber Elizabeth wird diese Saat aussehen, nicht ich. Ich werde fallen, bevor die Aufgabe erfüllt ist. Doch sie wird meine Rolle übernehmen.
Der Herr ruft mich zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren. Denn sie sind das Schiff, das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freudig ab, da ich weiß, dass Elizabeth meinen Platz auf Erden einnimmt. Doch der falsche Hirte kommt und führt meine Herde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen. Okay. Eieiei. Hier sind überall so riesige Lautsprecher. Es ist ganz schön laut. Oh Mann. Da kommt irgend so ein Gesang raus. Es ist echt laut. Riesige Lautsprecher. Das ist cool. Das ist in der Disco bestimmt richtig cool. Da fliegen dir die Ohren weg, glaube ich. Wenn man so laute Lautsprecher hat, weil die Technik, dass das damals überhaupt schon gab. Okay, ja, wir gehen einfach mal weiter. Hier ist nämlich ein Aufzug. Und ja, Comstock will natürlich das Mädchen da irgendwie vor uns beschützen. Warum auch immer. Weil wir sie befreien wollen, oder... Ja, eigentlich, weil wir sie befreien wollen. Oh, ist es schon da? Wir sind da. Okay, Testsubjekt, Beobachtung. Hebel betätigen. Ach Leute, das haben wir doch vorhin in dem Film gesehen. Erstmal sehen wir hier, dass sie versucht, diese Schlösser zu knacken. Und dann sehen wir hier, dass sie versucht, die Codes zu knacken. Oh, und hier können wir ihr Schlafzimmer. Ist das ihr Schlafzimmer? Jetzt können wir ein Schlafzimmer sehen. Und sie macht Musik und das ist toll, was sie alles hat. Okay. Specimen Location. Okay, jetzt können wir schauen, wo sie gerade ist im Dressing Room. Dann gehen wir mal zum Dressing Room. Es ist krass, dass die hier einfach dieses Mädchen eingesperrt haben und die ganze Zeit beobachten. Also irgendwas ist bei der komisch oder besonders. Oder ist es hier Dressing Room? Specimen. Was? Present. Ach so. Ah, es leuchtet, weil sie gerade da ist. Hi! Es ist sie. Und wieder der Eiffelturm, den hat sie ja gemalt. Und sie hat sich am Papier geschnitten, offenbar. Aber es ist schön da. So. Und Popcorn. Der Popcorn, die haben hier Popcorn stehen. Wie geil ist das denn bitte? Okay, können wir nochmal schauen, wo ist sie denn jetzt? Dining Room. Also, sie hat schon mal alles da, was man sich wünschen kann, außer halt Freiheit. Die kennt ja die Welt gar nicht wahrscheinlich. Das muss schon hart sein. Wenn man es überhaupt nichts mitkriegt. Oder, ja, sie kriegt ja vielleicht was mit, aber wenn sie es nicht am eigenen Leibe mitkriegt. Okay, überall dieses Bild vom Eiffelturm. Und da hängen noch mehr Bilder. So. Wow. Oh, was ist... Oh, jetzt ist ihr Bild weg. Und die Spiegel sind... Also, beziehungsweise die Scheibe ist ja... Das hat nichts mit meinem Job hier zu tun. Eingesplittert. Okay, auf geht's. Weiter. Ah, das ist so luftschleusenmäßig. Okay, auf geht's nach oben. Also auch noch mehrere Stockwerke. So. Dieser Job wird immer mieser. So, noch ein Voxophon. Dann hören wir uns... Hallo, möchtest du das eigentlich aufhören? Okay, von Rosalind Lutes. Was macht dieses Mädchen so anders? Von der haben wir schon gehört. Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Okay, offenbar ist sie gerade hier. Dann werden wir doch mal... Hallo, den Hebel? Ah, ja, mach den Hebel. Oh, Library. Ja, cool. Das ist ja riesig. Hm. So, was ist jetzt? Oh, noch Bibliothek. Ey, was für Instrumente und Dings hier alles sind. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen noch weiter aufnehmen.
Obwohl, wir sind jetzt auf der Statue außen. Und ich weiß ja ungefähr, was gleich passiert. Deshalb mache ich jetzt doch mal einen Cut. Und dann machen wir im nächsten Part hier oben weiter. Es ist hier ganz schön nebelig. Wir können fast nichts sehen. Aber ein bisschen was kann man erkennen. Und ja, ich würde vorschlagen, wir hören uns dann im nächsten Part wieder. Und ja, bis dahin sage ich erstmal, ciao Leute.